Hallo meine lieben Freunde, hier ist Robert Götz-Matuszewski mit einem weiteren wertvollen Energiespartipp von der Bundesregierung. Noch 2016, also unlängst, ja, hat ja die EU davor gewarnt, Insekten zu verzehren. Angeblich würde sich im Chitinpanzer Aluminium anreichern und Umweltgifte und all so Sachen. Und der Chitinpanzer könnte vom Körper nicht aufgenommen werden, nur die Umweltgifte. Und es würde zu schweren Allergien kommen, zu einem allergischen Schock und zu Krebs und all so Sachen. Aber neueste Erkenntnisse der Marktforschung aus dem Hause Schwab und Co. haben ergeben, nein, haut euch das Zeug rein. Und das bringt mich zum heutigen Energiespartipp, Freunde. Was kostet es an Energie, wenn ihr in den Einkaufsladen fahrt oder lauft, dort einkauft und wieder zurückfahrt oder lauft oder aber auch liefern lasst? Ja, das ist alles Energie. Ja, auch das Verpacken von Lebensmitteln kostet Energie. Dann möglicherweise noch das Erwärmen von Lebensmitteln. Das ist alles aufwendig, unnötig. Ja, und unser Ziel sind ja 3 Tonnen CO2-Ausstoß pro Mensch in Bundland, pro Person in Bundland. Mensch sagt man ja nicht, das ist ja Nazi. Pro Person in Bundland. Jetzt atmet man etwa 2,1 Tonnen CO2 aus. Man hat also noch 800 Kilogramm. Ja, das reicht gerade so um... Ja, es reicht nicht. Deshalb, Freunde, mein Energiespartipp, und der ist wirklich einfach umzusetzen, ja. Der ein oder andere kennt das ja schon, man hat irgendwie Obstfliegen zu Hause, ja. Einige, ja, zum Beispiel Kevin Kühnert, aber gut. Einige haben Kakerlaken zu Hause. Also Ungeziefer ursprünglich, aber wir haben uns ja darauf geeinigt, es gibt kein Ungeziefer, das ist alles wertvolle Nahrung. Wir können zu Hause einfach mal einen großen Eimer hinstellen, ein bisschen Obst reinlegen und abwarten. Und von ganz alleine wird sich dort dieser Eimer, der wird zum Leben erwachen. Ja? Und dann züchten wir uns zu Hause unsere eigenen Insekten. Das kann man auch im großen Stil machen. Vielleicht mein Tipp, wenn ihr eine Zwei-Zimmer-Wohnung habt, dann nehmt ein Zimmer einfach weg, macht daraus eine Insektenfarm und in dem anderen Zimmer lebt ihr. Und dann müsst ihr auch dieses eine Zimmer nicht mehr beheizen, weil die Insekten, die produzieren dann so viel Wärme, da wird es von alleine warm. Und dann ernährt ihr euch einfach von diesen gesunden, nährstoffhaltigen, eiweißhaltigen Insekten. Ihr müsst nicht mehr einkaufen fahren, ja, euer Mineralstoffhaushalt wird gedeckt, alles was ihr braucht ist in den Insekten drin und ihr habt mächtig Energie und obendrein on the top noch Geld gespart. Freunde, es kann so einfach sein, ja, schön. Agnes Strack-Zimmermann soll das wohl angeblich schon seit Jahren machen, ja, so sieht man auch. Gut, in diesem Sinne, auf in den Tag. In den Nachmittag, in den Abend, wann auch immer ihr diesen wertvollen Energiespartipp seht. Wenn ihr Energie sparen möchtet, schaut weiter rein. Weitere Tipps werden folgen von eurer Bundesregierung. Denn wir sparen gegen Putin. Macht das gut, ich hab euch lieb. Und übrigens, lasst ein Abo da für den Kanal. Ja, 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 ja. Tschüss, Kens, der Robby. Ja, Shadowman liefst du Video. War nicht schlecht heute, oder? Ja. Martina hat mir das ja verboten. Martina hat gesagt, Robert Götz, wenn du das machst, ist Polen offen. Ja, das will ich nicht. Nein, aber gut, okay.